692 Millisekunden Latenz. Wow. Ja. Liegt das jetzt am Fraps oder liegt das jetzt am Blazer? Gottchen. Ja, wir spielen so weiter in Zeitlupe. Okay, jetzt hat sich's wiederholt. Aber die Latenz ist immer noch so niedrig. Oh, hat Blizzard wieder ein paar Problemchen und da loggen sich gerade viele Spieler ein hier in die Beta. Kakerlakenkacke. So, aber immerhin geht's jetzt weiter. Vielleicht ist es ein Arbeitsstreik, wenn ich so viel aufnehme. Vielleicht will einfach Fraps ein bisschen Pause machen. Oh, schön. Einfach wieder durchlaufen. Sehr schön. Oh, jetzt fängt es wieder an. Nein, bitte nicht. Ich will doch in Ruhe aufnehmen können. Okay, gut. Er holt sich wenigstens wieder. Ja, momentan ist es gerade sehr schlimm. Ah, Grüße. Stinkt hier. Maden zum Frühstück. Lecker. Geht. Ich kotze jetzt den gleich. Meine Katze kommt und jammert. Hast du Probleme? Hast aber du große Probleme? Gleich noch geschafft. Der Sandformer, aha. Das hat Tugu. Sein Feuerball voll in die Fresse. Tut es gut. Oh nein, ich habe den Feuerball verpasst. Und nochmals ein Legendär. Ja, gut. Eine vergessene Seele. Sehr schön. Schauen wir das mal an. Sind das nicht die Lakoni-Samenschienen? Nö, Verheißung. Ah, das ist diese, die, genau, eine Machtkugel, die Schaden macht. Das sind die gelben Kugeln und die machen dann Schaden. Das ist nämlich Feuer. Gibt es hier eigentlich auch Feuer? Ja. Ich könnte die nehmen. Ich nehme die mal. So. Und das tauschen wir aus. Dann haben wir viel mehr Schaden. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Schauen wir das nächste Gebiet kurz an. Hat sie gute Gegner? Naja, geht's so. Erzähl, Gegner. Machen wir noch kurz das Paragon-Level. Und ich nehme morgen dann auf, am Morgen. Wenn ich ein bisschen weniger Probleme habe. Also Blizzard weniger Probleme hat mit dem Server.
Aber immerhin habe ich jetzt noch eine neue Folge. Kann ich euch noch eine Folge schenken heute. So. Ich werde weiter Magic finden und zeige euch den Fortschritt wieder morgen. Hier können wir wieder Bewegungsgeschwindigkeit machen und ja, dann halt heute ein kürzerer Part, aber macht nichts. Dafür kommen dann später, also nachfolgende paar längere Parts oder so. Okay, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis denn. Kurz vor Paragon Level 70 heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich habe ein paar Rifts gemacht, aber leider immer noch keinen großen Ding gefunden. Schlüsselstein. Dafür zwei Unix, die leider nicht so gut sind. Ich glaube, das habe ich... Ja, ich weiß nicht, das habe ich wahrscheinlich noch gefunden. Also diese Handarmbrust. Und... Hier bunkere ich gerade ein paar... habe ich gerade angefangen, eine ohne Emmerfrüstung, damit wir die Siegel... die Schlüssel holen können. Und... so weiter und ja, dann habe ich hier zwei Pläne gefunden, die lösen wir gleich mal ein. Zuerst einmal Wagnis des Wächters, ein Set Schmiedeplan rein. Ist hier das? Schauen wir gleich mal. Wagnis des Wächters hier. Oh, plus 15 Bewegungsgeschwindigkeit. Nicht schlecht. 6 zufällige. Also ist das Wächter. Wir müssen mir Wächter anschauen. Nach Wächter suchen. Da ist noch Wächter. Auch 6 zufällige. Blick des Wächters. Oh, plus 10 bis 12 Bewegungsgeschwindigkeit. Also das ist ein Geschwindigkeitsset, denke ich mal. Und das waren die drei. Gibt keine mehr? Nö. Okay, gut. Und dann hier noch Planverderbnis, ein Schulterschutz. Schauen wir mal den Schulterschutz an. Hier. Oh, das sieht noch. Das sieht geil aus. Dann werden wir den mal herstellen. Wir haben genug Materialien. So, und... oh, schade, nicht so gut. Aber dafür haben wir eine neue Transmogrifikation. Der ist noch... der ist nicht schlecht. Das ist sekundär, ist recht gut. Aber leider nichts für uns. Dafür haben wir jetzt einen guten... Transmogrifikation. Ja, ich habe weiteres gelesen über den neuen Patch, der kommt. Also eben, das ist ja die Beta zu dem Patch 2.1.0. Und ja, es kommt, kommen noch so legendäre Edelsteine, genau, die immer wie besser verbesserbar sind, je höher und stärker man wird. Also das ist, ich glaube, für die großen Nephilim-Portale dann, also die verbessern dann die Edelsteine. Und dann gibt es noch ein Portal, was ein Goblin aufmachen kann, und da drin gibt es sehr viele Schätze. Und zuerst möchte ich mal gerne sehen, was gibt es sonst noch? Ja, die Dinge, die Sessions, die werden doch sehr interessant. Ich hoffe, ich kann wenigstens ein bisschen an die neuen, also ein paar neue Legendaries kommen. Und ja,
Bin gespannt, was die so für Eigenschaften haben. Ich hoffe, sie haben mehr einzigartige Eigenschaften drauf. Weil das macht schon am meisten Spaß, wenn man zum Beispiel eine Fähigkeit verbessert bekommt oder so etwas. Und ja, zum Hellfire-Ring und Amulett, ja, es droppen beide noch und es droppt sogar ein alter unter Level 60, wenn man den unter Level 60 schon schafft. Da bin ich gespannt, ob ich den irgendwann mal hinkriege. Und dazu müsste ich unter Level 60 schon alle Akte abgrasen und die Schlüssel finden. Ich könnte es dann mit dem Mönch versuchen, aber das wird schwer. Aber ich möchte ihn auch euch zeigen, also der Alte hat schon Wumms mit dem Feuerball. Aber der Level 70er hat sogar noch mehr Wumms, also naja, der hat nicht Wumms, der hat einfach einen coolen Effekt. Und wir haben jetzt ein rotes Porträt, sehr schön. Ein sehr schönes Porträt, wie ihr seht. Bin mal gespannt, was es noch so für Porträts gibt. Ein Amulett. Komm mal raus, du kleines Teil. Geschütz. So, jetzt lag's auch nicht mehr. Ja, Fraps oder Fraps hat mit der Engine ein paar Problemchen. Das ist mir schon oft aufgefallen. Und natürlich die obligatorischen Serverlags, denke ich mal. Bis Diablo 3 alles geladen hat und dann leckt es nicht mehr. Also ab und zu noch wegen Fraps. Fraps manchmal wirklich gar nicht arbeitet. Denke ich jetzt mal. Also, was ich sagen kann, ohne Fraps habe ich null Lecks. Nie. Und auch der Server macht nicht so viele Probleme ohne Fraps. So, Angriffsgeschwindigkeit. Abklingzeitreduzierung brauche ich nicht. Der Geschützturm muss jetzt nicht wirklich gespammt werden. Und die drei brauche ich ja nicht jedes Mal. Eine Vogelscheuche. Wie niedlich. So, wenn ihr dann einen Helm, Schuhe und noch andere Sachen gefunden haben, die Set sind, dann können wir mal T1 ein bisschen durchwühlen. Aber momentan geht es sehr, ja, sehr schlecht. Ich brauche mehr Schaden und auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Oh Gott, sind hier viele. Das sind zwei. Nee, ein, ja. So, zeig mir mal hier hinten. Da ist nichts mehr. Keiner hat etwas gedroppt, schade. Ja, lieber so Stachelschwein. Also, das haben die auf dem Rücken so eine Art, wie sagt man dem? Schmuck halt. Oh, Grüße. Du hast noch ein Einsamer. Okay, hier hat's nochmals Champions.
Ich mag einfach die Geschwindigkeit von normal. Ist schön schnell. Aber ich will natürlich am liebsten jetzt schon die T1 alles durchkloppen. Zermanschen. Wenn man dann auch die Chance hat, eben die Sets zu bekommen. Ich habe sie schon. Ein Set habe ich ja, Plekton, ein Set-Teil. Und das habe ich schon, also das habe ich nicht in T1 gefunden. Schon früher, also es ist möglich wahrscheinlich, aber sehr selten. Und ja. Eben, es ist ein bisschen schade, dass die unteren Schwierigkeitsgrade, die höheren, nicht, nichts nützen. Da bleibt eigentlich mir nur übrig, normal und T1. Und dem T1 ist ein bisschen zu long. Ja, die Gegner brauchen einfach zu lange. Bannungsreise 2, gut. Ja, darum ist das Spiel auch extrem leicht, auf normal, das ist klar. Aber eben die hohen Schwierigkeitsgraden haben wir auch nicht so einen Schwierigkeitsgrad. Ja, einfach sind nur extrem zäh. Und das ist ein bisschen schade. Blizzard müsste da vieles anpassen. Die Charakter sind zu zäh. Und wir haben ganz viele Mattenbrute. Danke fürs Kotzen, aber ich will das nicht. Okay, ich glaube, das gab ganz viele Fortschritte. Ich sah nicht, wie wir vorher hatten, aber ich denke, wir haben recht viel bekommen. Ist das ein Bug oder was ist das? Oh, ich sehe gelbe Zahlen. Also ich denke, mit einer 0-MF-Ausrüstung schaffen wir T1 genügend schnell. Weil doch manche Items sehr viel Plus an Schaden bekommen. Jetzt habe ich irgendwas mit 200... 267 habe ich. Und man denkt so ungefähr... Wie viel Items sind es? Denke ich mal 40% mehr. Also das ist eine große Erhöhung des Schadens und dann plus noch mehr Crit-Chance. Aber ich muss die zuerst einmal finden. Also ich muss bessere finden. Und das ist schon schwer genug. Aber dann geht's endlich mal richtig zur Sache. Ich hoffe, es ist dann ein gutes Amulett, wenn wir dann das machen auf T1. Okay, gibt es irgendwo noch Gegner? Das ist so klein, das Gebiet. Weil sonst haben wir ein Problem mit dem Balken. Tja. Ich habe das irgendwie vorausgesehen. Okay, das schafft man, ja. Schneller als ich dachte. Komm runter. Bleib nicht dort oben. Raureif. Okay. Was mach, was ist denn das für eine Attacke? Hey, solche Attacke will ich ja. Als Unterstützung. So, haben wir eins gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob wir was Besseres finden. Schuhe mit Schnellfeuer. Oh. Nicht schlecht. Ja, ich denke, wir sind schon fast
T1 ready. Mehrfachschuss, Regeneration. Pro Treffer ist das nicht stärker als das. Das hat halt plus 11. Okay. Ich denke, ich habe so ungefähr die Rüstung. Eigentlich Hosen bräuchten wir noch. Mal schauen. Das mal hier rein tun. Und die Edelsteine Sachen. Die brauche ich ja jetzt auch momentan nicht. So. Haben wir hier Hosen, die besser werden? Ich brauche noch eine Hose, eine gute. Brustschutz, Beinschutz. Ach schau, Streiter sieht nicht schlecht aus. Aber die kann man nicht herstellen. Die könnte man herstellen. Ich stelle mal eine her. Einfangende Dinge. Also man könnte es schaffen, gute Schuhe herzustellen. Ja, ich brauche keine Sockel, ich brauche Schaden. Oh, da ist Schaden. Stufenanforderung um 17 reduziert, das wäre sehr gut für uns einen Mönch dann. Aber die werden wir nicht behalten können, wenn wir dann wieder... Also wir machen dann mal den Mönch vielleicht noch zuvor. Also zuerst jetzt mal die hier hin, den hier und den hier, und dann haben wir eigentlich recht viel Ding. Ein Ring könnte ich noch tragen. Einen Ring, der Schaden macht, haben wir das. Oh ja. Wieder hier rein. Ja, der andere Ring nicht. Amulett macht Schaden. Dann haben wir eigentlich alles. Okay, dann probieren wir jetzt nochmals T1. Okay, der Schaden ist von 267 auf 414 angewachsen, also das wird schon gehen, denke ich mal. Wenn wir auch mehr Crit haben, also hier auf den Schuhen, nein, nicht auf den Schuhen, was war es? Das ist kritische Treffchance. Okay, dann war es. Ah ja, bei den Handschuhen ist das kritische Treffchance am 9,5 ergibt 45%. Oh, das ist sehr gut. Und wir sehen jetzt ganz anders aus. So, also T1. Gut, Qual. Jetzt schauen wir mal nach dem anderen drei Schlüsselwächtern und gehen dazwischen. Gehen wir noch in die Eishöhle, wenn wir die haben. Oder gehen wir zuerst? Ah, das ist Eisschlaghöhle, okay. Nichts gesagt. Also. In dem das Portal möchte ich auch zeigen, wie ich heiß nicht, wie. Selten die das Portal auflassen, die Goblins. Aber ich hoffe genug schnell. Oh, geht das gut. Es geht ja so gut. So viel macht Schaden aus, seht ihr? Okay, er ist nicht hier. Ist er weiter hinten?
bekommen. Der hat so viel Leben. Ah, seht ihr den Schaden? Das ist so geil. Gebt mir diesen Schlüssel, Wächter. Nicht genug Hass. Ja, alle sind tot, weil ihr so Schwächlinge seid. Ihr seid halt keine Nephilims. Ein bisschen Leben retten. So, gehen wir mal hier runter. Das ist ein Gang. Und der geht gleich wieder nach oben. Ach, komm schon. Also gehen wir nach oben. Irgendwo muss doch da das sein. Ein Schlüsselwächter. Aha, hier oben geht's auch durch. Oh, der Turm ist so extrem stark. Und der krittet plötzlich. Also, der hatte nie gekrittet und der krittet jetzt. Okay, es gibt keinen hier, denke ich mal. Schade, dass die nicht jedes Mal da sind. Das macht es ein bisschen interessanter. Ich glaube, früher waren sie jedes Mal da. Weiß es jetzt nicht. Ich habe mich eben nie für den Höllenfeuerring interessiert. Weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, meinen Charakter so richtig gut zu machen, dass ich da alle Hellfeuer-Bosse besiegen konnte. Und ja, ich fand ihn ein bisschen zu OP, weil im Diablo 2 gab es ein ähnliches Teil, das der Vernichtikus, und der war mir auch zu OP. Den hatte ich auch nicht, obwohl ich ihn fast ein Level, ich glaube Level 97er hatte ich. Und ja, ich hatte ihn wirklich nie, auch weil die Events früher noch nicht so häufig waren, weil es noch nicht so Botte gab, die Stone of Jordan verkauften. Weil ein normaler Mensch verkauft niemals ein Stone of Jordan. Und das waren alles nur Bots. Das war ein bisschen doof. Zum guten Glück geht das in Diablo 3 nicht mehr so, dass man irgendwas heraufbeschwören kann oder so. Was? Gesichtsschläger der Knüppel. Was ist denn das für ein Name? Gebt mir Leben, gebt mir Leben. Jetzt habe ich plötzlich weniger Leben. Und die Heilkugeln geben momentan recht wenig Leben. Aber das haben, ja, okay, momentan ist ein bisschen, die haben das gemacht, damit Heilungsgegenstände mehr Gewicht haben. Die wurden nachher ein bisschen verbessert. Ist das hier das Ende? Und wir haben keinen Schlüsselwächter? Oh Gott. Bullenschweine. Ich meine nicht die Bullen. Ich meine, die Schweine sind Bullen. Und wir sind gestorben. Wieso sind Gewittersturm und... Was Gewittersturm und... Ach Gottchen.
Gewittersturm elektrisiert, vereist. Okay, so kann man sich wenigstens befreien. Ja, die machen recht viel Damage. Ach Gottchen. Ja, die sind zu stark. Dreimal so nervige schadensverursachende Sachen sind zu heftig für mich. Unser Defensiv ist noch zu schwach. So, gehen wir in die hohen Helme. Silberturm. So. Und suchen hier den Erfolg. Beim Schlüsselwächter suchen. Gut ist, dass der Wolf jetzt immer dabei ist, auch beim Tod. Früher musste ich die Fledermaus, die ich damals verwendet habe, die ganze Zeit neu casten. Okay, das ist schon viel leichter. Oh, ein Doppelturm. So. Da ist der letzte. Grüße. Ja, die greife ich jetzt mit der linken Maustaste an, weil das ein bisschen mehr Schaden macht auf einzelne Gegner. Weil man zu den Kettenblitz greift jeden Gegner gleich an, egal ob er alleine ist oder nicht, und da lieber mit dem linken Angriff angreifen. Da bekommt man auch sehr viel Hass zurück. Oh, macht das Schaden. Grüße, noch zwei. Oh, das ist jetzt schwer wegen der Reflexionsaura. Ach Mist. Nein, nicht wieder den Blitz. Der macht so viel Schaden. Zerstören. Vernichten, zerstören. Oh, ein Amu. Ein Amu. Schauen wir das Amu an. Ein weißes. Ah, wieder Krümelchens Halskette. 8,9 Schaden. Ja, die Crit geht zurück. Komm, du, das Schau. Du nimmst das. So. Gute Wahl, danke. Ja, da ist er ja. Der ist wenigstens da. Ha, und eingefroren. Aua. Brodelnder Chaos. Aha. Vernichten. Leider nichts, also Neustart. Nein, mal. Nein, nochmals ins Game rein. Ja, das wird hart, bis wir alle Schlüssel viermal haben. Aber ich möchte jetzt wenigstens zwei Bosse besiegen, wenn man es schafft. Wäre schlecht, wenn wir das nicht schaffen würden. Schauen wir zuerst eben wieder hier hin. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Mit ihren Ketten. Ja, jetzt kommt da noch einer. Oh je. Ich muss die Türme rausholen.
Ja, jetzt habt ihr wieder die Ketten an, hä? Oh, Teleportation ist natürlich da. So, also die Türme machen schon recht viel. Oh Gott. Stecke ich noch fest. Die Türme machen gut ihre Arbeit. Da kann man sich aufs Ausweichen konzentrieren. Und sie brauchen auch nicht mehr so ganz viel Hass. Ja, Hass. Trollololololo. Wo ist die Höhle? Ihr stinkt, geh weg. Ja, ganz klar. Vernichtikus. Oh Gottchen. Ich habe nicht genug Kraft. Geht weg. Wo kommt der Boss herunter? Ich habe doch den nicht besiegt, oder? Dann bleibt er halt weg. Die Heilbrunnen kommen viel zu wenig und wenn man sie mal findet, braucht man sie nicht. Man muss Blizzard auch wieder ein bisschen verbessern. Die waren mal gut und hilfreich. Aber pfff. Ja, Eisschlaghöhen. Danke für den langen Weg. So eine Täuschung. Lasst mich in Ruhe. Einfach kein Heilstein. Ach kommt, ihr Nachzügler, nervt nicht. Und die Schufti, da stirbt die ganze. Ich brauche den Schlüsselwächter. Weg da. Lalalala, trollalala. So. Dankeschön fürs Explodieren. Schlüsselwächter.
Hallo, Schlüsselwächter. Okay, gehen wir halt wieder nackt. 4. So. Okay, bald wieder ein Level. Es geht noch einige Zeit. Nichts dann. Nein, nichts dann. Böse, böse. Da ist er schon. Krise. Ja, genau, jetzt leckt es. Hey, jo. Kann ich gut gebrauchen. Ach, kein Schlüssel. Haben wir denn so viel Glück gehabt? Als wir die zwei Schlüssel direkt am Anfang gefunden haben. Hi! Lass mich in Ruhe. Und bezwinge. So ist es so dunkel hier. Ne Karat der Schlüsselwächter. Aha. So, hab ich jetzt die Höhle bitte? Ich brauch die Höhle. Kuckusel wir mal. Höhle, bist du hier? Da muss ich direkt nach rechts gehen. Gehen wir doch lieber nach rechts. Es ist so ein unbeschriebenes Blatt, wie wir links sehen. Aber das heißt bei der Höhle wahrscheinlich rechts. Oh, was haben wir denn hier? Okay, noch nicht öffnen. Nett bist du. Du bist so nett. Wirklich, ganz nett. Ach komm, ey. Geh weg. Mach's nicht noch schlimmer. Dankeschön. Ja, noch mehr Gold. Oh Gott. Brauchen wir lange. Für den brauchen wir lange. Geht. Lass meinen Wolf in Ruhe. Okay, aber wir schaffen es in der vorgegebenen Zeit. Das ist gut. Wir haben sehr viel Zeit übrig. Schön. Yay, Höschen.
und Schrott hinter drüber. Gucken wir. Ah, wieder diese Pocken-Pantalons. Boah, ey, stinkst du. Gott, oh Gott, oh Gott. Besser. Ich stinke jetzt selber. Nicht nur Gumm stinkt, ich stinke auch. Ha! Ich bin der Stinker. Grüße. Komm mal runter, Vogel. Ja, schon wieder ein Gegner ohne. Schon wieder eine Elite. Schon wieder die Diener ohne Elite sozusagen. Ja, egal. Gib mir doch diese Hölle. Grüße. Die nächsten Vögel, die dran kommen wollen. Hä? Ich habe nicht genug. Schlimme Vögel. Dankeschön fürs Sterben. Und auf nimmer Wiedersehen. Wo ist die Hölle? Weg da. Oh Gott. Aua. Böses Teil. Ein unidentifizierbares Feldobjekt. Das tönt doch gut. Ah, so ist es effizient. Die Gegner hauen immer daneben. Oder schießen immer daneben. Und ich kann immer wieder angreifen. Aus verschiedenen Positionen. Ha, ich hab die super Technik. Gib mir doch diese. Im letzten Fleck unserer Erde ist dann die Höhle. Wir müssen zuerst Sanctuaria durchstreifen und dann muss man auf die Erde gehen und dann ist sie irgendwo in Honolulu. Ach, geht weg. Danke. So. Paragon Level 71 ist mein. Gib mir Paragon Level 71. Da ist ja die Höhle. So, aber das im nächsten Part, sonst wieder zu lange. Ich habe wieder mal halber vergessen,
auf die Uhr zu schauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bye.